ich bin nicht talentiert im Tanzen. Ich habe es nicht gemacht, ich habe es als Kind nie gemacht, ich habe es als Jugendlicher nicht gemacht. Ich bin sicher nicht tanztalentiert. Jede von uns ist, glaube ich, irgendwo, ich sage jetzt einmal, maskulin oder robust und kann sie wirklich im Leben behaupten. Und jeder ist, glaube ich, irgendwo feminin und sensibel und grazil. Es hat sie irgendwie nichts verändert. Ich bin ich, aber es hat sie alles verändert. Und für mich ist es ein ganz, ganz wichtiger Satz und meine Lebensphilosophie: Jeder ist Anfänger irgendwann mal und ich bin gern Anfänger. Ich habe gern den Mut, dass ich sage, das mache ich nicht, das kann ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Aber was passiert, wenn ich es probiere? Diese Episode ist eine Premiere. Es ist eine Art Special Edition, denn heute ist nicht nur die Conny da, um die charmante Seite, die ich nicht habe, aufzuholen, sondern ich habe noch einen Gast zum ersten Mal. Eigentlich überhaupt, dass wir einen Gast haben. Es ist die Corina Kamper, der zukünftige oder der jetzige eigentlich Dancing Star. Was ist jetzt dein Start? Ich glaube, der richtige Ausdruck ist Neo-Dancing Star. Ich glaube, immer wenn man was startet, bist du Neo-Dancing Star. Aber ich bin ja euer Dancing Star bereits schon, oder? Nicht? Du bleibst immer unser. Okay, eben siehst. Wir haben dich hier eingeladen, weil wir bereits knappe 2 Monate Vorbereitungen hinter uns haben. Vor dir liegt erst ein Weg. Ja, viele kennen dich ja schon viele Jahre aus unterschiedlichen Metiers und wir würden auch gern jenen die Möglichkeit geben, dich kennenzulernen, die vielleicht jetzt nicht so im Rennsport verhaftet sind oder vielleicht auch nicht so oft ORF geschaut haben, aber vielleicht verratest du, wo man dich überhaupt erblicken kann. Also genau, ich habe auf der einen Seite meine eigene Bootsführerscheinschule, mit der bin ich österreichweit unterwegs. Ich bin Moderatorin, bin im Rennsport aber eigentlich aufgewachsen und deshalb eben Moderatorin im Fernsehen für die Formel 1 und für die Formel E. Und jetzt... Ja, nur kurz für alle Zuschauer, Formel E, das ist Klar. Elektrisch, klar. Ja, wusste ich natürlich auch, als ich gehört habe, Formel E. Genau. Es gibt elektrische Formel. Genau. Also theoretisch, nicht einmal wirklich theoretisch wie die Formel 1, aber sehr ähnlich vom Konzept her. Sind Rennautos, die im Kreis fahren. Und bin eben 14 Jahre lang im Motorsport gewesen und jetzt eben nebenbei noch im ORF und jetzt bald bei Dancing Stars dabei. Wann geht's los? Übermorgen. Übermorgen. Das heißt, wir nehmen das am 3. Februar auf. 6. Heute in einem Monat ist die erste Sendung. So schaut's aus. Das ist mir erst jetzt klar. Und wir wollen auch eigentlich dabei sein. Du willst das nicht, aber wir werden trotzdem irgendwie diese Sendung crashen. Na, Spaß beiseite, wir wurden tatsächlich eingeladen und haben das dankend angenommen. Und ja, am kommenden Sonntag geht's dann los. Wir haben ja dich auch im Fernsehen bewundern können. Und waren total begeistert von deiner Präsenz und von deiner tollen Stimme und Ausstrahlung und wie wir dich zum ersten Mal gesehen haben, wie du zum ersten Mal bei der Tür reinkommen bist. Du hast gestrahlt wie ein Sonnenschein. Ja, beim Tanzen haben wir dann gemerkt, ui, das hast du anscheinend nicht so. Noch nicht so oft gemacht. Oder hast du schon vorher getanzt? Na, also wirklich, ich habe bei euch, aber nicht bei euch, sondern bei euch in der Tanzschule, einen Hochzeitsfit-Kurs gemacht. Wie lange ist denn der? 3 Tage? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war. 2. Okay. So 4 Stunden mal, ist dann normalerweise, ja. Ah, okay, so wenig. Ich dachte, das war länger. Das ist schon ein paar Jahre her. Und beim Maturaball getanzt. Aber dadurch, dass ich im Motorsport aufgewachsen bin, was ja die größte Männerdomäne ist, die es gibt, ich glaube, alle Sportler generell gehen ja nicht so viel fort, weil du im Spitzensport bist und einfach sehr fokussiert bist. Und das war für mich so. 4 Jahre in England gelebt. Ich bin eigentlich in Österreich zur Schule gegangen, habe aber Schule gehabt, die mich sehr unterstützt hat, habe aber eigentlich zeitgleich in England gelebt. Und bin, also für Fortgehen hat es keine Zeit gegeben. Und dann, auch wenn du mit Männern fortgehst, sind jetzt die Männer nie die größten Tänzer gewesen. Also dadurch war sicher für mich ein Unikat, weil ihr habt euch ja beim Tanzen eigentlich kennengelernt. Ich glaube, ich kenne kaum Männer, die wirklich tanzen. Jetzt habe ich viele kennengelernt durch euch. Aber überhaupt in den Jugendjahren bei mir war es so, dass ich mit Männern unterwegs war. Ich war immer die auf die Taschen und auf die Getränke aufgepasst habt, so wie ihr es beim ersten Salsa-Abend auch mitbekommen habt. Und somit ihr wirklich nichts mit Tanzen zu tun gehabt. Und ist meistens auch besser gewesen für alle Beteiligten. Ich werde es jetzt probieren, charmant auszudrücken. Das ist eine Frau mit sehr vielen Talenten, mit sehr vielen Kapazitäten und Möglichkeiten und Potenzial in sehr vielen Sachen.
Und sie hat auch schon sehr viel Erfolg gehabt in vielen Bereichen und eben multitalentiert ist. Und tanzen kann man sagen... Gehört da nicht dazu. Ich wollte das jetzt sagen, aber gut, dass du das jetzt gesagt hast. Ja, ich wollte es dir leichter machen. Ja, okay. Das heißt, du hast vor dem ganzen Dancing Stars, hast du mit dem Tanzen so gut wie keine Connections gehabt. Wie war grundsätzlich deine Beziehung zum Tanzen oder deine Gedanken? Wie hast du es dir vorgestellt? Wie hast du es dir vorgestellt? Und vielleicht, wie hat sich oder hat sich überhaupt das geändert, bevor und danach? Grundsätzlich, also von Beginn an, wie ich es mir vorgestellt habe, als ich den Anruf bekommen habe, habe ich mir schon gedacht, ja, ich möchte es unbedingt probieren. Dadurch, dass ich oft im ORF-Zentrum bin, siehst du immer so die Kleider dort, von den Siegerkleider dort hängen und dann redest du halt mit deinen Kollegen mal drüber. Und mir war immer klar, sollte ich mal gefragt werden, würde ich es gern machen. Und dann, als sie mir angerufen haben, war es mir auch... Kleider, kann man das nochmal festhalten? Die Kleider waren der Hauptmotivationsgrund. Erwischt. Kannst du weiter? Danke. eigentlich eine gute Frage. Na, ich glaube, so generell, man sieht ja die Kleider und dann einfach der Gedanke daran. Und man sieht es dann ja im Fernsehen. Schuhe vielleicht ein bisschen. Schuhe? Nein. Kleider. Nein, Schuhe nicht einmal. Bitte fortfahren. Und es war für mich, Tanzen war ein rotes Tuch. Also auch wenn ich jetzt fortgegangen bin, dann ist es erst nach sehr, sehr vielen Getränken passiert. Und wie gesagt, die in meiner Gesellschaft waren, tut mir wirklich leid, wenn sie das miterleben mussten. Und ich habe wirklich nie was damit zu tun gehabt. Und für mich war Tanzen immer was, wo du zuerst dich herauskommen musst und was ich gar nicht gewohnt war. Ich habe einmal zu dir gesagt, es ist ähnlich wie Sprachtraining für mich war, wo du dich wirklich für mich zum Trottel machst. Wo du wirklich einmal eine ganz andere Rolle schlüpfst und wo du was ganz anderes machen musst. Weil bei einem Sprachtraining machst du ja gewisse Übungen, wo du dir wirklich bescheuert vorkommst. Und meine Sprachtrainerin habe ich mir einfach gedacht, die hat das schon 1000 Mal gemacht, für die ist das ganz normal. Und das ganz Gleiche habe ich mir bei dir dann mal gedacht. Ich habe mir gedacht, du wirst jetzt bei mir nichts denken. Und ich denke mir, ich schaue sicher aus wie ein Volltrottel. Und wie das wohl ausschaut. Das kommt. Nein, musst du nicht. Ist besser, wenn nicht. Eine Stimme aus dem Off, sie hat nie ausgeschaut wie ein Volltrottel. Aber es ist halt sehr ungewohnt für mich gewesen, das aus sich rauskommen. Und für mich war es immer auch was, was man nur mit dem Partner macht. Das kann man nur mit dem Partner machen. Oder, wie gesagt, ich bin nie viel tanzen gewesen. Wenn, dann war es beim Fortgehen mit entweder Freundinnen oder mit dem Mann, wo irgendwelche Ambitionen da sind. Für mich schon sehr ungewohnt, auch mich überhaupt dir gegenüber so zu öffnen und einem Mann so nahe zu sein. Schon allein die Vorstellung war für mich, aus mir rauszukommen, von mir aus diese grazile, feminine Bewegung, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Tölpel bin, also, aber wenn du halt in einem Männersport groß wirst, dann bist du schon sehr, ich würde eher sagen, ist jetzt nicht so, dass robust. Diese feminine Seite genau. Die ganze Zeit verstärkst oder verstärkt wird, sondern eher andersherum, gell? Genau. Also, ja, eben. Und ich habe diese Seite an mir nicht gekannt. Und wie der Anruf gekommen ist, man überlegt sich ja vor, was würde ich sagen generell. Ich meine, es war in meinen kühnsten Träumen, dass sie mich anrufen. Aber es ist, jeder von uns ist, glaube ich, irgendwo, ich sage jetzt einmal, maskulin oder robust und kann sie wirklich im Leben behaupten. Und jeder ist, glaube ich, irgendwo feminin und sensibel und grazil. Nur die Seite habe ich an mir halt noch nicht gekannt damals. Und von der habe ich ein bisschen Respekt auch gehabt. Also bei unserem ersten Training, wo man dann einfach, wie gesagt, ich bin mir ab dem ersten Training wirklich blöd vorkommen und wo ich mir aber gedacht habe, das ist eigentlich nicht blöd, ich habe es noch nie gemacht. Und das war für mich das Interessante. Das ist auch so ein Stichwort. Es ist mittlerweile unser Insider-Wort, das noch ist noch nicht da. Und das ist das, was wir immer wieder auch sagen, wenn etwas nicht klappt, dann man hat es einfach nicht oft genug gemacht. Genau. Und hat sich das vielleicht jetzt irgendwie verändert oder würdest du sagen, fühlst du dich noch immer unangenehm auf der Tanzfläche oder nicht passend oder hast du vielleicht schon etwas entdeckt, was jetzt sich verändert hat zu deiner Vorstellung von davor? Es ist für mich generell so, dass mir immer klar war, ich kann das zu dem Zeitpunkt, wo ich zu euch komme, kann ich das noch nicht. Und das ist ja ganz normal und für mich ist es ein ganz, ganz wichtiger Satz und meine Lebensphilosophie, jeder ist Anfänger irgendwann mal und ich bin gern Anfänger. Ich habe gern den Mut, dass ich sage, das mache ich nicht, das kann ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Aber was passiert, wenn ich es probiere? Und ich kann zum Beispiel nicht Tennis spielen. Wenn ich Tennis spielen anfangen würde, wäre die genauso schlecht. Aber man kann nur besser, wenn man es probiert und indem man es macht. Und für mich war es eben jetzt der Shift zumindest, das habe ich gestern zu dir gesagt, es hat sich irgendwie nichts verändert. Ich bin ich, aber es hat sich alles verändert. Warum ich das gestern gesagt habe, bei unserer ersten Salsa Night
haben mir die Männer gefragt, hey, willst du tanzen? Und ich habe genau nur mit dem Dado getanzt. Und den habe ich die ganze Zeit belagert, dass ich irgendwie zum Tanzen komme. Oder er mich eigentlich, weil ich ja nicht gern tanze. Und eigentlich wolltest du nicht. Genau, getanzt hast. Das hat sich mittlerweile ein bisschen verändert. Und dann am zweiten Abend habe ich eine Freundin mitgenommen. Und sie hat gesagt, ja, ich kann nicht salsa. Und ich so, ja, ja nicht. Aber der Dado zeigte die Grundschritte, die er mir auch gesagt hat, und dann passt das schon. Und dann kommt halt der erste Mann her und sagt, hey, willst du tanzen? Ich denke mir, so, ich kann nicht zu ihr sagen, komm mit auf eine Salsa-Nacht, aber stehe dann mit ihr nur da an der Theke und ich kann ja kein gutes jetzt Vorbild sein, wenn ich das selbst nicht mache. Und dann macht was das? Und dann habe ich zu dem Mann gesagt, du, ich kann wirklich nur die Grundschritte, aber ich mache es gern. Und genau das hat sie bei mir verfestigt. Und gestern habt ihr das ja beide mitbekommen. Ich glaube, ich habe mit 20 verschiedenen Männern getanzt und es war wirklich schön. Und ich bin... Und du lebst noch? Fast. Also... Okay. Zwischenzeitlich war ich mir nicht sicher, dank dir. aber es ist halt, ich sage einfach, hey, ich kann nur die Grundschritte, es war nicht fehlerfrei, es war nicht perfekt, aber ich habe Spaß dabei. Und deshalb eben das für mich gestern, es hat sich nichts verändert und alles. Am ersten Abend, ich habe zu dir gesagt, ich habe noch nie mit einem Mann beim Fortgehen so getanzt. Und du sagst, oh süß, komm, geh mal. Und genau das war deine Aussage. Und du hast ja auch gesagt, das wird sich nur ändern. Und dann hast du ja dein Animationsprogramm gemacht. Und ich dachte, ich bin da niemals, mache ich da mit. Und am zweiten Abend habe ich mitgemacht. Ja. Und somit hat sich bei mir so, so viel geändert, so viele Sichtweisen auf die Dinge. Und es ist so lustig, ich dass du... Ich habe gehört, du hast deine innige Beziehung mit Perfektion. Ich habe wirklich eine innige Beziehung, aber es ist halt so ein bisschen eine Hassliebe. Das ist das Problem dabei. Also ich kann nicht schlecht irgendwas nicht können. Ich weiß nicht, ob das überhaupt du mitbekommen hast. Nein, das ist jetzt so, wie du das jetzt sagst. Es war eh nur jedes Mal beim Training eben, das Thema. Genau. Aber ich finde halt, das ist halt auch mein Einstellung. Entweder ganz oder gar nicht. Und ich mache nicht gern Fehler. Aber ich weiß, dass ich lerne. Und das überhaupt heute hat sich das geändert gehabt. Da haben wir irgendeinen Move gemacht und der hat nicht funktioniert. Und der Dado schaut mich an und ich sage, ja, Entschuldigung, dass ich es beim zweiten Mal nicht kann. Und er schaut mich an und sagt, hey. Wow. Und normalerweise habe ich mich beim ersten Mal geärgert, dass es beim ersten Mal nicht hin. Oder ich müsste es eigentlich beim ersten Mal besser können als die Conny, sonst ist es nicht, in Ordnung. Sie schickt uns dann ein Video von ihrem Training und sagt, und ich sage, ja, es ist schon besser, gut. Und dann sagst du, ja, aber es schaut noch nicht so aus bei dir oder bei der Conny. Komisch, habe ich gesagt. Du 20 Jahre lang und du 2 Wochen ja. Und es schaut immer noch nicht so aus. Interessant. Das ist ja jetzt bei allem Spaß, habe ich es heute wirklich sehr schön gefunden, dass du das so auch wahrgenommen hast und da diese Erwartungshaltung realistischer, sagen wir so, orientiert hast, im Sinne von, dass du gesagt hast, okay, ich kann es noch nicht, aber wir tun gerade. Mhm. Aber dann auch am Ende hast du auch gesagt, wow, ich gehe jetzt mit einem guten Gefühl jetzt daraus, wie du gesagt hast, ich habe jetzt das Gefühl, es ist okay. Es ist nicht perfekt, aber es ist okay. Und das habe ich so schön gefunden, weil ich dir damals 2. oder 3. Training gesagt habe, du wirst sehen, das Tanzen wird viel aufrühren und durchs Tanzen wirst du sehr viel über dich selbst lernen. Und das wird sich, wie du gesagt hast, wird sich viel verändern, aber du wirst trotzdem... Du. Genau, ich bin trotzdem ich und das war jetzt heute immer wirklich das Schöne, überhaupt unser letzter Tanz heute. Ich mache nicht gern Fehler und man muss halt auch sagen, du weißt ja eben, wie du mich führen kannst, was ich kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer anderen Person tanze, der führt vielleicht, was ich noch nicht kann und das weiß er nicht und dann mache ich einen Fehler und dann finde ich den Tanz halt nicht so rund. Und du weißt ja eben schon, was ich kann und was nicht. Und der letzte Tanz heute, der war wirklich so schön, dass ich zum ersten Mal das Gefühl habe, so und wenn ich jetzt mit dem, so wie es jetzt ist, gehe zu Dancing Stars, dann komme ich mir jetzt so vorbereitet vor, dass ich sage, und jetzt habe ich ein Gefühl dafür. Also es geht nicht darum, ums Können, sondern ich habe ein Gefühl zwischen uns, was willst du, was will ich, ein bisschen für den Takt und überhaupt auch für meinen Körper. Weil vorher, wie gesagt, komme ich mir vor, so wie so durch die Gegend schlafe, so schlapp, 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 und jetzt machen wir was. Und jetzt auf einmal spüre ich, ah, da ist nicht die Hüfte und da ist der Arm und da ist das. Natürlich spüre ich nicht alles, aber ich habe irgendwo ein Gefühl, wo ungefähr sich mein Körper befindet im Raum. Ja, man muss ja auch dazu sagen, jetzt fängt ja erst eigentlich die spannende Reise an, weil im Dancing Stars wird ja das Tanzen dann noch auf einem anderen Level betrieben, im Sinne von, dass es ja dann eine Choreografie ist mit einem gewissen Lied. Jetzt waren ja eigentlich mal die Vorbereitungen, dass man überhaupt einmal die Muskeln aktiviert, dass man mal schaut, wo sind meine Gelenke, wo sind meine verschiedenen Bewegungen, dass die ich... Hüfte in unterschiedliche Richtungen bewegen darf. Genau. So wie genau. Ein Sechspunkt-Gurt-Sitz-Dings muss komplett befesselt quasi an den Sitz.
Ja, und jetzt geht's ja los am Sonntag und wir sind ja schon ganz gespannt, weil du weißt ja noch nicht, wer dein Tanzpartner ist, oder? Ich weiß es wirklich, wirklich nicht. Aber angeblich tust du dir ganz leicht mit Ungewissheiten und so Sachen, die du nicht kontrollierst. Total, das ist so, wie wenn du was führst, was ich nicht kenne, das liebe ich. Und spürt man Sarkasmus jetzt so oder sieht man es im Video? Das ist jetzt eine gute Frage. Aber da ist jetzt sehr viel Sarkasmus hier. Ja, also mit Ungewissheiten. Und es ist jetzt für mich ja auch schon so, ich weiß jetzt seit ungefähr seit November, dass ich dabei bin. Es wird einfach Zeit. Es ist jetzt so, der Spannungsbogen ist wirklich ausgereizt. Das soll jetzt nicht negativ sein, aber über beim Anfang, da erzählt man es jedem. Und dann ist natürlich die Freude am größten. Und dann kommen so ein paar Interviews und Podcasts und was weiß ich. Und dann wird es dann langsam... Podcasts auch. Und dann wird es irgendwann so ein bisschen ruhiger und dann denkt man sich, so und jetzt ist es gut und jetzt ist es aber schon über diesen Schritt. Also es wird einfach Zeit und immer, wenn mir die Leute was fragen, und was gibt es Neues und weißt, wer es ist, ich weiß wirklich nichts. Also ich fahre alles am Montag. Ich ziehe am Sonntag eben jetzt vorübergehend nach Wien und ich weiß wirklich nichts und ich freue mich jetzt drauf, dass es wirklich beginnt und jetzt ist es auch gar nicht mehr so schlimm, wer ist es? Ich habe, Sorge ist vielleicht das falsche Wort, mir ist es wichtig, dass ich mich mit ihm gut verstehe. Und das merke ich auch zum Beispiel jetzt mit dir. Es tut mir leid, dass ich immer jetzt mit dem Dado, mit dem haben wir zu viel trainiert, wo eine Mischung zwischen Konzentration. Leider, also ich musste mit dir mehr tanzen als für Conny. Das stimmt, aber dafür hat sich die Conny die Geschichten anhören dürfen. Aber es wäre eine schöne Kombination, wenn ich so einen fast ähnlichen hätte wie du. Machen wir sich der Blick. Ich bin ein Originaltyp. Na, an wo du ein gewisses Humor hast, aber auch der sagt so, und das war jetzt gut und jetzt machen wir da noch mehr. Aber der sagt so, und jetzt war es gut und jetzt lassen wir es. Und für mich ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass ich mich mit dem persönlich gut verstehe und das hat sich mit euch zwei natürlich unglaublich etabliert und jetzt da, ja, wird der Abnabelungsprozess ziemlich hart werden. Aber für mich härter als für andere. Ja, das aber wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und ich glaube, viele fiebern jetzt schon entgegen, wer jetzt endlich mit wem tanzt, weil das ist natürlich dann auch sehr entscheidend heute, schlussendlich. Wir erfahren es in zwei Tagen. Genau, ja. Für den weiteren Verlauf. Man merkt, man ist schon sehr entspannt. Und ich glaube, was auch die ZuhörerInnen bzw. auch ZuschauerInnen vielleicht ein bisschen interessiert, wie ist das jetzt so im Hintergrund? Also du gehst jetzt da raus und hast quasi dein Leben on hold oder was gibt es da so vielleicht noch so ein bisschen behind the scenes, dass man jetzt da nicht mitbekommt? Das, was man nicht auf dem Bildschirm jetzt sieht als ein Zuschauer von Dancing Stars. Das heißt, am Sonntag geht es nach Wien, genau, also, einen Monat vor der Sendung. Genau, es ist sicher verschieden für alle von uns, für die, die in Wien wohnen, die wohnen ja weiterhin zu Hause. Ich bin ja Grazerin, also ich ziehe jetzt vorübergehend eben nach Wien. Wir haben am Montag unsere Pressekonferenz, wo wir eben den Tanzpartner bekommen. Wir haben Interviews, die dann schon geschnitten werden für die nächsten paar Wochen. Und wahrscheinlich, das weiß ich nicht, am Montag schon das erste Training, eher Dienstag. Und für mich ist es halt wirklich so, und deshalb waren die letzten Wochen auch so stressig, es ist halt jetzt noch alles so gut wie aufgestaut, weil ich ziehe komplett nach Wien jetzt in der Zeit. Und mein ganzes Leben... Zum Finale. Voraussichtlich. Irgendwas zwischen 5 Wochen und 14 Wochen werde ich in Wien leben. Also es ist jetzt so, dass ich immer am Sonntag einmal nach Wien ziehe, darf dann ein Hotelleben genießen. Und was auch für mich irgendwo eine Herausforderung ist, ich bin mir noch nicht sicher, für mich ist es sicher gut, es ist alles in Graz, alle Termine, alle Freunde, alle Familie, ich habe dort in Wien nichts und ich kann mich dann voll auf das konzentrieren, ich werde weiter die Formel E, klar, ja, und die Formel 1 moderieren bzw. kommentieren, das wird noch weitergehen, weil es ja in Wien gedreht wird, genau, in Wien und deshalb ist halt wirklich mein ganzes Leben, was in Graz ist, komplett auf hold und vielleicht ist es für mich gut, dass ich nur das habe, aber es ist, glaube ich, schon nochmal besonders, wirklich dann aber mindestens 5,5 Wochen in einem sehr unpersönlichen Hotelzimmer zu leben und ich bin halt sehr stark verbunden mit Freunden und Familie und emotional, wie es mir damit dann gehen wird, wenn ich dann wirklich jeden Tag trainiere, Hotel und das geht halt jeden Tag so weiter. Andere bleiben ja daheim, die fahren jeden Tag einfach zum Freund, zum Mann, zur Frau, nach Hause zu den Kindern und dann fahren sie wieder ins Studio. Für mich ist es halt echt ein ganz anderes Leben. Ich sehe das so, es bringt Vorteile und Herausforderungen. Hast du schon Kleider probiert? Nein. Weißt du schon, wie die ausschauen? Oder ja, aber wurdest du schon... Eigentlich zum genau, bei den Kleidern waren ja Kleider ein gewisser ausschlaggebender Punkt. Also stimmt, das kann ich eigentlich alles noch weitergeben. Also es ist bei uns so gewesen, du bekommst einen Body, einen nudefarbenen Body und es werden gefühlt 100 verschiedene Abstände, Zentimeter, was weiß ich, abgenommen für die Kleider und du
wirst gefragt, was magst du nicht, also welche Farben magst du nicht? Und ich habe gesagt, ich mag keine Erdtöne und keine Nude-Töne, weil ich finde, ich habe so einen komischen Hauttyp, da weiß man dann nie, wo was anfängt und wo was aufhört. Und dann hat sie nur geheißen, ja und sonst? Ich habe gesagt, ja, sonst passt's. Und das war's eigentlich. Und sie bestellen die Kleider von England und du bekommst dein Kleid und dann ist es halt so hopp oder trop. Also das ist dein Kleid und viel Spaß damit. Und ich habe aber noch kein Kleid probiert und das, da wir jetzt ja noch 3,5 Wochen Training haben vor der ersten Sendung, also eben das, die Pressekonferenz ist am 6. Februar, 7. Februar das Training, 3.3. Freitag, der erste Freitag im März startet dann die erste Folge und in der Zeit kannst du deine Kleider dann anprobieren und was ich weiß, werden wirklich alle Kleider bestellt, weil sie ja nicht wissen, wie weit das du kommst und du darfst einmal alle anprobieren und das schauen, dass sie passen und sie werden dann auch sonst auch noch zugeschneidert, weil wir sind dann doch viele verschiedene Körpertypen. Mhm. Und Schuhe haben wir schon 3 Paar ausgesucht, also ein paar Trainingsschuhe, ein paar Standard und ein paar Latein. Und was ich auch nicht gewusst habe, für mich ist es wie gesagt komplettes Neuland, dass es ja eher so braun-nude-Töne sein sollten, weil sie das Bein verlängern. Und ich habe mir gedacht, wenn sie mich fragen, ich nehme schwarze oder rote, weil das finde ich am schönsten und das hätten sie uns gar nicht gegeben. Also auch sehr interessant, dass eben Nude-Schuhe, und sie sind ja wirklich jetzt nicht so schön. Also es ist jetzt nicht unbedingt meine Farbe, dieser Hautton. Ja, also unbedingt schön finde ich. Aber du wirst sehen, auf der Bühne wird das toll wirken. Mir wäre es auch im Fernsehen noch nie aufgefallen, dass ich mir gedacht habe, boah, das schaut jetzt schrecklich aus. Und das finde ich interessant, du bekommst einen ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge. Und wir haben zum Beispiel dann vor der ersten Sendung, haben wir sogar Mittwoch und Donnerstag schon die Studioproben. Das heißt, wir sind immer im Training, aber wirklich im ORF-Zentrum. Also das ist jetzt nicht in einer Tanzschule, das klar. Das ist auch interessant. Ja, es ist im ORF-Zentrum, gibt es glaube ich 3 Räume, 2 oder 3. Und da werden wir halt einfach in Zeitslots eingeteilt. Und wir sind dann Mittwoch, Donnerstag, bekommst du dann auch wirklich schon dein Make-up, du bekommst das richtige Licht, du bekommst die Haare, du bekommst die Kleidung vor der ersten Sendung, dass du einmal weißt, wie es ist. Und es wird eigentlich Mittwoch, Donnerstag schon durchgespielt und am Freitag ist dann halt so gut wie das Finale. Und dann ist es bei der 2., 3., 4. Folge und so weiter, ist es immer dann der Donnerstag, wo du einmal alles durchprobierst. Und da hat es auch schon so Tipps gegeben, so, ja Corinna, am besten wäre es, das Blöde ist, wir werden am Donnerstag deine Haare machen, das heißt, sie sind total verklebt mit Haarspray. Aber du sollst es dann nicht waschen, sondern die bleiben halt so. Für Freitag, wenn du es waschst, sind sie wieder viel zu weich und rutschig. Das heißt, du wirst wirklich mit diesen Trockenshampoo, Haarspray, Haaren am Donnerstag schlafen gehen, dass sie am Freitag wieder gleich gemacht werden, weil sie einfach dann besser halten. Sollte man ab 3. März auf jeden Fall jeden Freitag einschalten, nachdem wir auch sehr viele Zuhörerinnen und Zuschauerinnen aus Deutschland haben. Also man kann das ja über die ORF-DVD auch streamen, wenn man jetzt am Freitag vielleicht Tanzkurs gerade hat oder so, dann kann man das auf jeden Fall auch im Nachhinein schauen. Aber man sollte live dabei sein, weil dann kann man nämlich auch die Corinna unterstützen, weil es geht ja nicht nur ums Tanzen, es geht nicht nur ums Outfit, sondern es geht natürlich auch darum, dass man die Personen, die einem besonders gut gefallen oder die einem sympathisch sind, die besonders gute Leistung erbracht haben oder vielleicht besonders viel Fleiß auch an den Tag gelegt haben, wie das die Corinna macht, auch unterstützt mit seinem Anruf und seinen SMS. Das heißt, das bitte auch auf jeden Fall mal vormerken. Und für unsere Gäste eben aus Deutschland, es gibt Streamingdienste auch in Deutschland, die das auch zeigen. Das heißt, wenn man da Informationen braucht, kann man sich auch gern bei uns melden. Natürlich freuen wir uns über die Unterstützung für die Corinna, aber vor allem glaube ich wirklich aus meinem tiefsten Inneren, dass es nicht nur sie deswegen unterstützt werden sollte, weil sie jetzt mit uns was gemacht hat, sondern was uns beide, Conny und mich, beeindruckt hat, war deine Arbeitsmoral vom ersten Tag weg. Und du hast am Telefon, wie wir gesprochen haben, hast du gemeint, so oft wie möglich, als ich dich gefragt habe, die Trainings, wie stellst du dir das vor? Und ich war, okay, gut, weil normalerweise überleben die Leute mit mir gerade eine Stunde. Bitte keine Kommentare. Und im Sinne von, dass es einfach sehr viele Informationen sind und dann brauchen sie 2 Wochen, bis sie das verarbeitet haben und dann kommen sie wieder zur nächsten Stunde und dann geht es weiter. Und du hast gesagt, so oft wie möglich und so lang wie möglich und so. Und gesagt, na, gut, Mädel, du schaust dir das schon noch an. Das hast du mir noch nie erzählt. Nein, habe ich noch nicht. Aber er ist jedes Mal dann, vor allem am Anfang, aber jetzt auch am Ende, dann heimkommt und sagt, ich verstehe das nicht. Sogar nach 2,5 Stunden, ich musste dann sagen, wir hören jetzt auf. Ja, es war wirklich so beeindruckend. Ich glaube es nicht, aber ich werde dir jetzt loben. Also bitte bilde dir jetzt nichts ein. Aber na, Spaß beiseite. Jedes Mal habe ich das Training dann abgeschlossen und gesagt, so passt, gut, das war's. Oft nach 2,5 oder wie heute 3 Stunden
habe ich dann abgeklatscht, okay, aus Punkt 1 und Punkt 2, das bewundere ich eigentlich am meisten, dass du erst ab 90 Minuten so in Fahrt gekommen bist, was normalerweise, wie bereits gesagt habe, jeder Hobby-Tänzer und auch vor allem jeder ambitionierte Hobby-Tänzer und Tänzerin, die bei mir, bei uns in der Privatstunde war, da war bei 90 Minuten schon quasi Sense mit Informationskapazität, Aufnahme und Co. Und du warst erst warm geworden und du hast immer noch Fortschritte gemacht, auch nach zweieinhalb Stunden. Vor kurzem habe ich meine Frau mit einem Wort beschrieben und das ist Kapazität. Aber sie ist wirklich in allen Belangen Kapazität. Ob das jetzt Liebe ist oder einfach so den Alltag schaffen oder die Tanzschule schupfen und alles rundherum. Aber jetzt habe ich noch eine Person, die auch so diese Kapazitäten dann hat. Das ist dann schön, also dann muss ich es jetzt nicht machen. Es ist schön, solche Leute um sich herum zu haben. Na, Spaß beiseite. Also allein wegen diesem Fleiß und Willen, es wirklich zu lernen und vor allem zu fühlen, weil viel mehr konnten wir auch nicht tun. Aber allein deswegen gehört das belohnt, sagen wir so, und es muss angerufen und SMS geschickt werden zur richtigen Zeit. Aber zu unseren Trainings, weil ich das jetzt gerade erwähnt habe, wie hast du das empfunden, diese Reise von Platsch, Platsch und die erste Stunde, wo du dir so, sagen wir so, wie der erste Mensch vorgekommen bist? Kannst du so ein wenig beschreiben, was wir gemacht haben? Und weil so spezifisches Training konnten wir nicht machen, da es um Choreografien geht. Nein, es wäre, glaube ich, jetzt, das wisst ihr besser, aber ich glaube, jetzt im Nachhinein wäre das absolut falsch gewesen. Ich muss einmal aber generell sagen, zu deiner Aussage vorhin, es war auch immer besser und es ist ganz, ganz arg für mich, als ich euch die erste E-Mail geschrieben habe und wir das telefoniert haben, dann war es so mehr oder weniger Mittel zum Zweck. Ich muss es jetzt einfach können, Punkt aus. Aber es war für mich einfach notwendig, dass ich das lernen muss, will, soll, darf, kann, wie auch immer, wie man es interpretieren soll. Und für mich war es klar, okay, ich hoffe nur, dass ich nach unserem Training da die Luft nicht draußen ist. Wenn ihr dann zu Dancing Star geht, dann denkt man, super, jetzt geht das weiter. Also das Training. Und mir hat es aber unheimlich viel Spaß gemacht. Und das habt ihr sehr, sehr beide mir sehr stark vermittelt, obwohl wir sehr viel gelernt haben und obwohl es manchmal so war, ja, das kannst du noch besser machen und auf das kannst du noch achten und es wäre super, wenn du auf das noch denken kannst. Obwohl es das war, bringt ihr, finde ich, für mich sehr viel Liebe und Leidenschaft fürs Tanzen mit. Und es war dann nicht mehr das notwendige Übel. Und es war jetzt nicht nur, das muss ich jetzt machen. Ich habe wirklich keinen einzigen Tag gehabt. Und obwohl ich wenig geschlafen habe oder viel Stress gehabt habe, war es für mich kein einziges Mal, oh, jetzt muss ich zum Training oder jetzt muss ich dorthin gehen. Das war es kein einziges Mal. Es war wirklich, das habe ich dir mal gesagt, es ist auch meine Auszeit gewesen. Es ist kein Handy gewesen, es hat jetzt dann nur uns drei gegeben und ich habe da mein Training machen können, habe mich verbessern können und es hat Spaß gemacht, ihr habt was gelernt und man merkt bei euch, mit wie viel Liebe, dass ihr dabei seid. Aber eigentlich zu deiner Frage, natürlich hat mir das Feedback von euch am meisten geholfen. Das ist auf alle Fälle. Aber das allein hat, finde ich, nicht gereicht. Du musst schon daheim auch dabei bleiben und daheim selber für dich was machen. Und da hat mir eben diese Social Dancing Academy super geholfen. Die Livestreams am Dienstag, die werde ich hoffentlich, sofern es der Zeitplan erlaubt, auch noch weitermachen, weil es sind einfach Basics und Grundlagen, die, finde ich, nicht jetzt in einen Tanzkurs gehören, sondern da macht man Sachen, wo man wieder was Neues lernt. Und ich werde das ganz sicher draußen bei Dancing Stars nicht machen, weil wir dort Zeit haben für die Zeit brauchen für die Choreografie. Aber der Wow-Effekt für mich war immer, einen Schritt kann ich lernen. Also ich bin mir auch sicher, dass ich mir mit der Choreografie, mit dem Rohding nicht schwer tue. Aber es ist halt, wenn du jetzt einen Schritt machst, gibt es halt einen Unterschied, ob dieser Schritt einfach ein Schritt zur Seite ist oder eine Gewichtsverlagerung schön aus dem Bein hinaus und in den mit deinem Tanzmeridian. Wow, schau. Ja, und eben ergänzend habe ich die Videos auch noch gemacht. Jetzt habe ich dir nie so wirklich gesagt, die im generell, ihr habt ja so viele Videos, so sagen wir jetzt Walzer-Videos oder Cha-Cha-Cha, und wo ihr einfach Livestreams teilweise aufgenommen habt oder Sachen erklärt. Und dann haben wir das oft im Kurs, genau, in der Academy, und dann haben wir das im Kurs gemacht. Und
ich habe gerne Anleitung. Also das hast du auch schon mitbekommen, wenn der Tag gesagt hat, ja, mach einfach das und das, dann ist es so wie der Hund ohne Leine. Und das habe ich gehasst. Und deshalb schaue ich auch jetzt noch gerne die Videos an, oftmals, weil ich es dann nochmal verarbeiten kann, weil ich es nochmal in dem Tempo machen kann. Und mir haben am meisten Spaß mit die Livestreams gemacht, weil du wirklich erstens in der Gruppe was machst, du bist dann trotzdem da und du erinnerst dann immer wieder wen, weil ich weiß zwar, was wir im Kurs gemacht haben und mir ist es ja gleich gegangen, wir haben es im Kurs gemacht und ich möchte an das muss ich denken und an das, aber dann in dem Video war dann also, stimmt, da war noch das mit dem Knie und das mit der Gewichtsverlagerung und ich glaube, ich hätte es teilweise mir falsch eintrainiert, wenn ich nur das geübt hätte, beziehungsweise ich hätte dann nicht so viel gemacht, weil es einfach lustig war, das Einschalten. Ja. Und ich habe so viel Zeit mit euch beide verbracht, ohne dass ihr da wart. Also eigentlich finde ich so eher mal überhaupt bei deinen Videos, du bist ja fast noch öfter. Also ich habe dir ja wirklich, ich glaube seit Mitte November jeden Tag mindestens 2 Stunden gesehen oder gehört. Das ist für mich das Beeindruckende eigentlich, dass du die so zum Beispiel so ein 2,5-3 Stunden Training mit mir hattest am Dienstag zum Beispiel und dann am Abend ist sie gleich wieder beim Livestream dabei, macht noch einmal 1,5-2 Stunden mit und dazwischen hast du dir die eine oder andere Masterclass dir auch noch reingezogen. Das Witzige ist dann eben, das sagt was über deinen Willen, aber du willst möglichst viel da aus dem rausholen und lange Rede, kurzer Sinn, die Academy hat dir dann auch noch geholfen, beziehungsweise vor allem diese Arbeit zu Hause. Ich bin der festen Überzeugung gewesen, dass ich nicht tanzen kann. Und ich finde, ich habe es nicht können. Aber ich hoffe jetzt, dass ich jetzt da keine falschen Erwartungen habe. Aber ich glaube, am 3. März kann man dann sehen, okay, eine, die aus einem Männersport kommt, die mit null mit dem Körper zu tun hat, weil du hast es vorher schon gesagt, du bist doch eingespannt in das Auto. Du brauchst deinen Körper insofern als Gefühl. Du hast das Gefühl fürs Auto und so, aber jetzt nicht, wo sind meine Hände und wo sind meine Beine. Und für mich, hoffentlich ist es jetzt keine falsche Erwartung, dass ich sage, aber man kann es lernen, wenn man es möchte. Ich bin nicht talentiert im Tanzen. Ich habe es nicht gemacht, ich habe es als Kind nie gemacht, ich habe es als Jugendlicher nicht gemacht. Ich bin sicher nicht tanztalentiert. Aber ich habe erstens einmal den Willen, dass ich es lerne und zweitens, und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, die Leidenschaft und den Spaß dran gefunden. Aber unterm Strich für ich glaube, Erfolg im Leben, ich meine, die Frage ist immer, wann bist du erfolgreich? Für mich ist es immer ganz oder gar nicht. Entweder ich mache was zu 100% oder ich lasse es. Weil sonst macht man alles im Leben so ein bisschen. Und das ist sinnlos, das ist Zeitverschwendung. Also entweder ich sage jetzt, ich lerne Tennis spielen und mache mein Tennistraining und mache vielleicht die Übungen, die man zu Hause da bekommt und dann gehe ich dann wirklich hinten nach, so wie es ich jetzt die letzten paar Monate gemacht habe, oder man lässt es. Aber wenn man es lässt, dann muss man es aus vollster Überzeugung machen. Entweder, hey, mir macht das Spaß und es war nicht jedes Training lustig. Man lernt auch durch Fehler, weil das war beim Rennsport das Gleiche. Ich habe nur dann die Grenze im Rennauto gefunden, wenn ich mal weiter drüber gegangen bin, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, wenn es mal daneben gegangen ist, wenn ich Überholmanöver gemacht habe, was bescheuert war. Und es gibt es genauso für mich, hat es jetzt beim Tanzen gegeben, wo der Dada gesagt hat, nein, das war jetzt zu viel und das ist jetzt zu wenig. Und man stellt sich dann irgendwann darauf ein und man hofft, dass man da irgendwann die Mitte findet. Aber ich finde, man sollte einfach dranbleiben und man soll sich selbst auch nicht so ernst nehmen. Auf alle Fälle ist es für mich, finde ich, wichtig, dass keiner von uns eine Scheu davon hat, neu anzufangen und sich eben meiner Meinung nach zum Trottel machen, weil es ist für uns, es ist jeder irgendwo, ich würde jetzt gar nicht sagen Berufsbild, sondern ihr seid es gewohnt, dass wer anfängt. Für mich, ich komme mir vielleicht blöd vor, was aber auch wieder sinnlos ist und deshalb mache ich es einfach, ganz einfach. Das ist die Eigenschaft, die sehr, finde ich, beeindruckend ist und lobenswert ist, weil ich weiß, dass du das am Anfang hast, du, wie wir gesprochen haben, immer diese Ängste gehabt, dich zu blamieren vor einem riesen Publikum und Millionen Publikum und dann blamierst du dich, deswegen warst du so nervös und da kommt dieser Perfektionismus noch dazu und dann ist alles kaputt und was ist, wenn ich dann in der ersten Sendung rausfliege und Co. Aber man hört jetzt und heute auch im Gespräch, man merkt es, dass du viel gelassener dem gegenüber bist, das schon lange nicht mehr das Thema unserer Gespräche war. Und das finde ich schön. Auf einer anderen Seite, das kommt auch dadurch, dass du was daran getan hast. Jetzt hast du nicht mehr, logisch, dass du nicht mehr die Angst hast, dich zu blamieren, weil du bereits die Schritte unternommen hast, dass das eben nicht passiert, weil du eben A, trainiert hast, A, B, mit mir, C, dann selbst zu Hause und mit Conny und Co. Und dann in diesem Austausch, jetzt hast du natürlich ein anderes, kompetenteres
Gefühl, kann man wohl sagen. Und jetzt gehst du mit einem besseren Gefühl raus. Aber ich sehe mich ja ganz anders, weil wir haben ja immer wieder Videos zusammen gemacht und ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich so grazil, so schön und so im Rhythmus mit dir den Tanz machen kann. Und das, also schon alleine Videos für mich sind so der kleine Beweis für mich, hey, man kann das schaffen, wenn man da halt dabei bleibt. Ja, weil das war süß, vor allem heute, wie Julia, die Conny Schwester und auch der Georg, unsere Mitarbeiter, dann gesagt haben, das haben sie jetzt in der letzten Woche angemerkt, weil sie natürlich immer sehr neugierig hineingeschaut haben, als wir trainiert haben, vom ersten Tag weg. Der Georg hat vor ein paar Tagen gesagt, er kann sich erinnern, wie du dann in den ersten Trainings etwas tollpatschig war, seine Wortwahl. Nein, er hat gesagt, ich habe mir gedacht, das wird nichts. Das hat er gesagt. Oh, okay, ja. Das ist wirklich ehrlich. Ja, das wird. Oh, die Julia hat auch dann am Anfang gesagt, okay, aber ich muss jetzt, viel zu tun. Aber ich muss jetzt sagen, es war eher in deinem Blick zu sehen als im gesamten Bewegungsablauf. Du hast eher sehr erschrocken. Das habe ich mir jetzt auch gedacht. Ich habe mir jetzt die Videos angeschaut und geschaut, mein Blick hat sich auch geändert und ich habe immer so ein Stirnrunzel und immer so angeschaut, so, hey, hat das jetzt passt? Ja. Und jetzt, aber wenn wir einen Fehler gemacht haben, was hast du dann einmal gesagt? Nein. Ich habe dann einfach allein weiter getanzt, habe gelacht und habe gesagt, ja, jeder kommt mal, das Rhythmus macht, da kann ich sagen, oder? Ja, jetzt bist du leider viel zu vorlaut, wolltest du sagen. Vorlaut geworden, aber ist okay, weil das kriegt jetzt dein Tanzpartner draußen ins B. alles ab. Ja. Na, aber Spaß beiseite. Heute sind wir Latein durchgegangen, alle Tänze. Und immer wieder natürlich hast du da und dort einen Fehler gemacht. Aber das war nicht mehr so ein, nicht auszucken, aber so, hey, was machst du jetzt? Was war da jetzt los? So versteinert war ich immer. Und versteinern. Ja. Sondern du hast tatsächlich Spompanadel gemacht und hast so herumgetänzelt. Und so, oh, das war jetzt, da ist irgendwas passiert. Du sagst dann, aber tanz mal weiter. Und also... Und da sehe ich, das klingt so irgendwie banal, aber genau da sehe ich einen persönlichen Entwicklungsschritt, sage ich jetzt einmal, wie man mit Sachen umgeht, die einem passieren, wie ich das immer sage, es ist nicht das, was passiert, sondern das, was man draus macht oder wie man darauf reagiert, was tatsächlich wir in unsere Kontrolle haben. Und ich habe jetzt auch seit heute, ich habe immer schon daran geglaubt, dass das super sein wird, auch wenn, wie gesagt, das Tanzen nicht der einzige Aspekt und der Faktor da draußen ist, es ist eine Jury und Publikum. Aber heute weiß ich das 100% nach dem heutigen Training, weil ich gesehen habe, wie du auch damit umgehst und dass das jetzt ein großer Schritt ist und dass das jetzt für mich, sagen wir so, die Plattform ist, dass es ruhig weitergehen kann. Und genauso. Eine Frage noch. Wirst du, egal was da draußen passiert, weiter tanzen oder wirst du dann froh sein, wenn du nicht mehr die Tanzschuhe anziehen musst? Also gute Frage. Insofern momentan bin ich vollste Überzeugung und ich habe schon gestern bei der Salsa Night jedem gesagt, wir sehen uns spätestens wieder Mitte Mai am Donnerstag bei der Salsa Night. Also, und ja, das ist jetzt auf Video und Audio. Ich habe zum Dado schon einmal gesagt, was mache ich jetzt dann weiter? Jetzt steht auf einmal, ich komme zurück, ich bin ja kein Anfänger mehr dann, oder? Bin ich Anfänger und ich bin eine Solotänzerin. Du hast gefragt, in welchen Kurs soll ich denn? Welchen Kurs soll ich dann machen und mit wem und wie geht's denn weiter? Und der Dada dann sagt, so, und jetzt schaust du mal, jetzt gehst du mal da raus und dann schauen wir weiter. Nein, mir macht es unheimlich viel Spaß. Vielleicht gibt es wirklich einen Moment, weil wir haben tatsächlich ja jeden Tag Training, also Montag bis Sonntag. Und ich habe schon gehört, es ist zu Beginn zwischen 3 und 6 Stunden. Im Laufe der Show wären es zwischen 6 und 8 Stunden und gegen Ende hin die letzten paar Wochen zwischen 8 und 10 Stunden. Wird sicher viel werden und deshalb vielleicht möchte ich dann 1-2 Tage Pause haben, aber ich glaube, das wird es dann auch eine Pause gewesen sein und werde dann gern weitermachen. Aber jetzt freue ich mich, wir sind gespannt. Ja, ja. Mir hat auch jedes Training Spaß gemacht, vor allem durch deine Art, wie du dich fokussiert hast und wie du alles wirklich umgesetzt hast oder probiert hast. Allein das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Die Conny hat es bereits erwähnt, es war aus unserer Sicht ein unglaublich spannendes Projekt oder ist es immer noch. Die Freundschaft hat sich entwickelt und es ist ein schöner Bonus und eine menschliche Beziehung. Aber jetzt unabhängig davon ist für uns als Lehrer und sagen wir so Ausbildner unglaublich interessant, einen Prozess zu komprimieren, der normalerweise Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, dauert, auf 2 Monate. Weil da geht es um die Grundlagen, da geht es um
die Tiefe der Grundlagen, Stabilität und dann Ausdruck und dann das, was in deinem Körper vorgeht, nicht nur um Tanzschritte, weil, wie wir sagen, die Tanzbewegung oder der Tanz passiert zwischen den Schritten. Du kannst jetzt nach Rezept die Schritte tanzen, aber muss nicht immer unbedingt nach Tanzen aussehen oder sich anziehen. Eben, das war das, was ich vorher gemeint habe, dass ich glaube, Schritte kann ich lernen, das sagst du mir und das lerne ich. Aber dass du dann doch ein Gefühl für den Körper entwickelst, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und wir haben hauptsächlich an dem gearbeitet und natürlich die eine oder andere Grunddrehung, damit wir einen Content haben, auf dem wir arbeiten können. Aber es war aus unserer Sicht sehr spannend zu beobachten, wie du jemanden auf so eine tänzerische Performance von 0 auf eigentlich 300 in der kurzen Zeit, dass es eigentlich geht, dass man das mit diesen Grundlagen in dieses Gefühl hineinkommt. Wir haben immer gesagt am Anfang und auch jetzt noch am Ende, das Ziel ist, deinen Körper tanzfähig zu machen und dass du in dieses Gefühl hineinkommst und dass du es abrufen kannst, dass du weißt, welche Muskeln und Körperteile du wie ansteuern sollst. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Conny und ich können beide mit einem sehr guten Gefühl das Bambi in den Wald. Wortlied. Das ist süß. Ich war schon mit Küken. Lopez Bambi. Du hast schon den Küken, der zum Schwan wurde. Das war auch süß. Ja. Aber ich werde euch trotzdem weiterhin viel nerven. Auch draußen werde ich euch am Laufen halten. Ja, wir freuen uns drauf. Ich werde euch jeden Tag facetimen, so ungefähr um 0.30 Uhr in der Früh, wann du mir normalerweise zurückschreibst, wenn wir SMS geschrieben haben. Und ja, ich würde euch empfehlen, oft anzurufen, je früher, dass ich wieder da bin, desto früher habt ihr mir wieder am Hals. Also. Das heißt, Leute, bitte ruft an, damit sie möglichst lang da draußen bleibt, weil dann habe ich mehr Ruhe als sonst. Aber wir meinen das wirklich ernst, ohne Spaß. Wie man sieht, wir haben viel Spaß mit, also die Corinna hat viel Spaß mit der Conny. Und wir wünschen dir alles, alles Gute und wir freuen uns auf ein Update. Und danke auch für das Vertrauen, das du in uns gesetzt hast und die Offenheit, die du auf uns geschenkt hast. Und wir sind sehr gespannt und werden das natürlich weiter unterstützen und verfolgen mit großer Liebe und Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, das hat auch nur so gut funktioniert, dass wirklich ein Ball zum Hin- und Herspielen war. Also ich glaube nur, ich bin definitiv eine offene Person, glaube ich, aber ihr habt absolut die Liebe und die Leidenschaft da drinnen in mir entfacht und habt mich zum Positiven immer wieder motiviert, auch wenn es jetzt vielleicht einmal nicht so gut gelaufen ist wie im A-Training gehabt, wo ich gesagt habe, kann ich überhaupt irgendwas, weil ich mit Dado tanzt habe und der Dado sagt, da, und dann sagst du, und da, und dann habe ich mir gedacht, kann ich jetzt überhaupt noch irgendwas? Und ihr habt aber immer wieder meine Leidenschaft und die Motivation für mich gefunden und ich glaube, sonst es hätte nicht so gut funktioniert, wenn es vielleicht nicht ihr gewesen wärt. Dankeschön. Die Geschichte geht weiter. Wir sehen, was sagt mir, dich werden wir nicht los. Habe ich dir schon gesagt, leider. Und wir freuen uns vielleicht dann nach der Dancing Stars Erfahrung, dich nochmal zu einem Podcast einladen zu dürfen. Davor und danach. Genau. Sehr gerne. Und immer noch so frisch und offen und so. Ja, viel mehr, weil dann habe ich die Länge nicht gesehen. Ich glaube, jetzt ist Zeit, den Podcast zu beenden. Das ist nicht mehr, nicht einmal politisch die nächste Stufe. Over and out.